7.10. Sollen hier die alten russischen Schienen sein? Gleis. Der Henschke ist hier im Gange, im Grundbau. Und da seht ihr die alten Masten noch im DDR-Zelt. Da haben sie in den 80er Jahren angefangen aufzubauen, überall. Da geht los. Weil das Öl wurde zu teuer auf Dauer. Das russische Öl. Ich habe noch eine Ferienzeit, also als Ferienarbeit, die Schaltschrankgeschränke zusammengefummelt. Und WSSB, Werk für Signal- und Sicherungstechnik. In Treptow war das. Später in Siemens wurde. Das war aber schon 79. Da haben die dann angefangen vorzubereiten. Und das Werk WSSB war früher mal Erich und Grätz. Wenn jemand der Begriff Grätz bekannt ist, Grätz-Schaltung, Gleichrichterschaltung, dieses Patent ist Gold wert. Das ist in jedem Rechner drin, in jedem Netzteil, in jedem Auto, überall sind diese Gleichrichter verbaut heutzutage. Im Weltkrieg haben sie im WSSB, also bevor es WSSB hieß, davor haben sie noch die Flugzeugmotoren. Also bei Erich und Grätz damals haben sie die Vergaser für die Flugzeuge hergestellt, für die ganze Kriegsproduktion.
10.10. Immer noch. Alte Brücke ist weg. Das war einmal. 7.10. Köpenick. 12.20 Uhr. Freunde, nochmal ein Blick von oben. Eine Draufsicht. Hat uns ein Tür nach hinten.
7.10. Wuhlheide. Hier aus fährt eine Parkeisenbahn ins Fez
ehemals Pioniereisenbahn.